Hallo YouTube, ich bin's mit einem ganz kurzen Video. Und zwar, jetzt vor kurzem gab es und gibt es immer noch den ersten Jailbreak für ein A5-Gerät. Das heißt, iPad 2 und iPhone 4S, hier steht es nochmal, iOS 5, die Bildversion und iOS 5.0.1 fürs iPhone 4S sowie iPad 2 mit iOS 5.0.1 und die dazugehörige Bildversion. Hier steht, dass der Blog überlastet ist, aber unter diesem Link, den Link für Apfeltalk findet ihr in der Beschreibung und hier steht, und mit diesem Link ist der Download jedoch möglich. Das ist erstmal die Beschreibung, wie ihr ihn bekommt. Die ersten Kommentare sehen gut aus, funktioniert. Ich werde das gleich machen, auch ein Video machen und dies nach dieser Einleitung anbinden, damit ihr dann so eine kleine, ja, sagen wir mal, Idee habt, wie das Ganze funktioniert. Somit verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das was gebracht. Abonniert den Channel für weitere News und dann sehen wir uns im nächsten Video. So, ich habe die Datei runtergeladen. Das Ganze sollte dann so aussehen. Hier weise ich nochmal darauf hin, dass dieser Jailbreak momentan nur auf einem Mac funktioniert. Das heißt, wenn ihr diesen Link anklickt und eine Datei runterlädt, genau diese, dann sieht das so aus. Ich weise euch nur darauf hin, ich habe gerade mein iPhone 4S über das Kabel an mein Mac angeschlossen, sodass, ich denke mal, das wird jetzt auch so weitergehen. Ich mache das jetzt hier live vor der Kamera, also nicht irgendwie alles geschnitten, sondern ich versuche euch das möglichst genau zu zeigen. Also ich werde das jetzt mal öffnen. So, okay, das ist klar. So, klar, willkommen zum Untethered A5 Jailbreak. Man soll eventuell ein Backup machen, was ich machen kann. Das läuft bei mir über iCloud. Deswegen werde ich das mal schnell machen. Das dauert ja nicht lange, weil ich es erst heute früh gemacht habe. Okay, jetzt steht hier als Hinweis, weil ich das ja auch gerade erst lese, wenn man einen Passcode drin hat, dann soll man das Gerät nochmal abstöpseln. So, das hat er jetzt auch gerade erkannt, dass es weg ist. Während jetzt gerade bei mir das Backup macht, werde ich also das Passwort ausstellen. Das macht ihr unter den Einstellungen, allgemein und dann Pass, dann weiter unten unter Passwort. Deswegen werde ich das jetzt schnell mal nebenbei machen und das Ganze ausschalten. So, jetzt habe ich das Passwort ausgestellt. Jetzt kann ich mal gucken, wie mein iCloud-Update aussieht, ob ich jetzt schon starten kann. Okay, ist gleich fertig. Jetzt schließe ich erstmal wieder mein iPhone an. So, ihr habt es vielleicht gehört. Okay, es wurde erkannt. Das Ganze auf dem iPhone ist, sagen wir mal, nichts Interessantes jetzt mit bei. Das heißt, ihr habt einfach auf dem iPhone gar nichts zu machen. Und dann könnt ihr das ausprobieren. Aber bis jetzt kann ich sagen, total idiotensicher. Die App hat einen Knopf, Jailbreak. Na gut, man kann sie schließen oder minimieren. Mal davon abgesehen. Also definitiv ziemlich idiotensicher, wenn ihr an solche Sachen denkt, wie dass ihr keinen Passwortschutz habt in dem Sinne und eventuell an ein Backup denkt. Was jetzt vielleicht nicht immer wichtig ist, weil mein iPhone hat ja problemlos das Ganze geschafft, aber eventuell habt ihr Pech und
und euer iPhone stürzt dramatisch, brutal, wie auch immer ab, dann wäre natürlich alles bis zum letzten Backup futsch. So, wie es aussieht, almost done. Jetzt den Bildschirm entriegeln und man soll auf den Jailbreak-Knopf drücken, um das Ganze zu beenden. Da werde ich jetzt erstmal meinen PIN eingeben. So, das werde ich jetzt erstmal beenden. Das heißt, es geht jetzt gleich auf dem iPhone weiter. Schon mal soweit alles zu sehen. Hier tut sie jetzt erstmal nichts weiter. Das heißt, wir springen jetzt gleich aufs iPhone. So, weiter geht's auf dem iPhone. Wie ihr seht, PIN eingeben. Das werde ich jetzt mal schnell machen. Zack. Mal sehen, was uns jetzt hier erwartet. Also PIN-Eingabe erfolgreich. Wie ihr seht, seht ihr, dass nun hier eine App ist. Das wird leider mit dem Scharfstellen nichts. Die App heißt auf jeden Fall Absinth. Selbes Logo wie die Mac-App. Da klicke ich jetzt mal drauf. Und so, ich habe nun gerade den Absinth-Knopf, die App, geöffnet. Und nach kurzer Zeit hat sich das iPhone von selbst ausgeschaltet. Wie ihr seht, startet es nun neu. Und ich möchte euch das Ganze mal zeigen und schauen, wie das funktioniert. Ich selbst mache das zum ersten Mal, deshalb auch hier wieder ohne Vorkenntnisse. Momentan sieht man nur den Ladebalken, der sich jetzt bewegt hat. Okay. Noch keine Veränderung. Eigentlich müsste es gleich angehen. So, jetzt sind wir also schon mal da. Unlock und wir haben hier Cydia. Somit denke ich, seht ihr, ihr wisst, das ist ein iPhone 4S von mir. Jetzt möchte es meine SIM-PIN haben. Werde ich nochmal schnell machen. Und damit wir dann gleich wieder bei Cydia sind, nur damit ihr das mal seht, funktioniert wirklich. Das sollte für euch als Anleitung, denke ich, reichen. Falls ihr Fragen habt, kann ich euch gerne weiterhelfen. Aber sonst, einfache Abfolge, Absinth, Mac, Datei runterladen, iPhone anschließen, Backup machen vorher und dann einfach das Ganze installieren, den Jailbreak, dann die App auf dem iPhone öffnen, aber erst dann wirklich steht, jetzt anfassen, vorher nicht. Dann startet sich das iPhone neu, anschließend habt ihr Cydia und ja, damit habt ihr den Jailbreak. Ich wünsche euch viel Spaß, schönen Abend noch, bis zum nächsten Video.